Wo kam denn die Einflüsse her für diese Musik? Weil bei Vorbildern Rock'n'Roll oder so gab es ja im Grunde keine. Das war, ja, es ist schwer zu sagen. Ich meine, es gibt einfach so Quantensprünge, es gibt einfach so ein, ab und zu mal 10 Jahre so ein paar Wahnsinnige, die es einfach drauf haben, die es aus dem Nichts kommen. So. Also, weil ich finde, ich glaube, die Einflüsse, die da waren, waren alle längst nicht so stark wie die Jungs selbst. So. Das, was sie daraus gemacht haben. Und da schließe ich mich dann mal so später als neu oder auch als Düsseldorf durchaus mit ein. So. Das sind einfach so Unikate, so Sternstunden, so, wo, ja, wo, also die du selbst eigentlich auch nicht erklären kannst. Also das ist Wahnsinn, weil dafür gibt es auch die Musik. Also ich finde dann hören so und fertig. Welche Einflüsse denn die Zeit auf die Musik hat? Ja, sicher ganz groß. Ja. Zu der Zeit zum Beispiel 24, 25 Jahre alt gewesen zu sein, war schon irgendwie, glaube ich, eine ziemliche Glückssache so einfach. So. Und natürlich auch die Drogenerfahrung so in dem Zusammenhang so schon auch eine ganz wichtige Sache. Ja. Also die einfach, weiß ich nicht, heute kommt jetzt alles ziemlich verkorkst vor, obwohl ich sollte vielleicht auch nicht so viel darüber sagen, weil ja, ach. Naja, aber schon ein bisschen ärgerlich, so alles. So ab 1980 fand ich, also haben wir vorhin schon drüber gesprochen, so, fand ich es musikalisch ziemlich banane und dann auch so diesen Übergang von Carter, so, den ich eigentlich nicht schlecht fand, so dann auf einmal dieser Hallo-Cowboy da zurückbringen, so. Und dann gleichzeitig auch Khomeini und John Lennon tot und also irgendwie super Absturz. So. Der meiner Meinung nach bis heute anhält. Ungebremst.